Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Oh yeah. Hier sind ein paar Federvieh, Vögelchen, wahrscheinlich dienen sie als Hühnchen oder so. Also nehme ich mal an, dass die auch Eier legen können. Wir haben aber ein paar Äpfel gefunden. Nom nom nom. Und möchten uns ein bisschen weiter umschauen. Hier scheint es eine Art Bauernhof zu geben. Aha, verboten, verboten. Ich nehme mal stark an, sobald... Immer wenn sie den Mund aufmacht, höre ich nicht mehr zu. Im Leben wird einem nichts geschenkt. Sehr freundlich. Ich höre ja so einiges. Wir reden später. Das hast du sicher nur in den falschen Hals bekommen. Man hat sofort das Gothic-Gefühl, ne? Wenn die so, quatschen miteinander, mir gefällt das halt sehr gut. Ach, Schmacht. Was haben wir hier? Noch ein Trollkraut. Und was soll das hier alles sein? Es ist einfach nur... Aha, Fell? Also gibt es doch, die Fähigkeit. Mhm. Dann habe ich die Wölfe tatsächlich zu früh getötet, wahrscheinlich. Das hier fällt nicht unter Diebstahl, das ist sehr gut. Können wir für uns was mitnehmen. Sehr, sehr gut. Ja, wir müssen uns halt ja auch ein bisschen umschauen, ne? Ein paar Sachen mitnehmen und es regnet ganz sanft. Lalala. Ach so, für die Dinger hier sind sie gedacht. Aha, okay. Ja, Pfeile. Pfeile sind sehr gut. Sehr, sehr gut. Gibt es vielleicht noch ein paar? Boah, nicht runterfallen. Na, schaut nicht so aus. Okay. Upsala. Aha, was ist das hier? Bist du dir da wirklich sicher? Manche Dinge bleiben besser unausgesprochen. Hab ich doch auch gerade gesagt. Er hätte das Maul halt nicht so weit aufreißen dürfen. Ich sehe das nicht so eng. Wer Ärger sucht, bekommt ihn auch. Hm, früher war alles besser. Mhm. Orans Schuldenbuch. Aha. Hallo. Ich traue mich da noch nichts zu stehlen, ehrlich gesagt. Was haben wir hier oben? Oh. So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprech. Ein Abtrünniger der Alps. Ich komme tatsächlich nicht aus Ethan. Ich bin niemand. Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen. Ja, das vielleicht? Ich komme tatsächlich nicht aus Ethan. So, dann hast du hoffentlich gute Nachrichten aus den anderen Landen. Sonst wird das hier ein recht kurzes Gastspiel für dich. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Arbeit? Ich suche Arbeit. Hm, so wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön, ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Okay. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Du bist der Boss. Kannst du das nochmal wiederholen? Bleib mir eine andere Wahl. Na, du bist der Boss. Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas?
Der soll aufhören, auf den Boden zu rotzen. Meister Thorald, was ist er für ein Mann? Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Woher kriege ich so eine Rüstung? Angenommen, ich unterstütze euch. Fangen wir von oben an. Meister Thorald, was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Der Pilger kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edain. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst. Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Mhm. Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Goliath ist meine Stadt und ich habe hier das Sagen. Das sagtest du bereits. Du lässt dich nicht leicht einschüchtern. Keine schlechte Eigenschaft. Die meisten meiner Arbeiter bekommen es mit der Angst zu tun, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Aber von meinen Berserkern erwarte ich, dass sie standhaft sind und niemals weichen. Du bist offenbar keine Ausnahme. Interessant. Wie auch immer, wende dich an Warlord Angrim. Er ist empfänglich für Intrigen, Gerüchte und Neuigkeiten. Mhm. Wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Wo finde ich Angrim? Woher kriege ich so eine Rüstung? Ach so, dann fangen wir mal das obere. Wie steht es um euren Krieg gegen die Alps? Wir haben es geschafft, ihren Konverter zum Schweigen zu bringen. Noch immer ragt seine drohende metallische Ruine im Norden über unser Land. Er erinnert uns daran, wer der wahre Feind allen Lebens ist. Die Alps selbst werden nicht mehr so häufig in Edain gesehen. Scheinbar sammeln sie ihre Kräfte weit im Norden. Wer weiß, wann sie zurückschlagen. Hin und wieder werden die Separatisten, eine rebellische Splittergruppe der Alps, vor Goliath gesehen. Doch sie scheinen keine Bedrohung zu sein. Sie kämpfen offenbar ihren eigenen Kampf gegen die Alps. Wo finde ich Angrim? Wo finde ich Angrim? Erwartest du jetzt, dass ich dir eine Karte zeichne? Mhm. Nein, ich will nur wissen, wo er ist. Such ihn im Viertel der Krieger, in der Nähe des Mana-Schreins. Dort solltest du ihn finden. Okay, woher kriege ich so eine Rüstung? Woher kriege ich so eine Rüstung? Ha, das könnte dir so passen. Du hast weder den Rang eines Setzers, geschweige denn eines Kriegers. Und du willst die Rüstung eines Warlords? Warum nicht? Langsam, Freundchen. Beweise mir erst einmal, dass du zum Setzer taugst. Also, mach dich in der Stadt nützlich. Und wir können noch einmal über eine bessere Rüstung für dich reden. Okay. Angenommen, ich unterstütze euch. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe. Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Das ist offensichtlich. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Boah. Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Alles klar. Du erwähnst eine spezielle Aufgabe, wenn ich bei euch beitreten will. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Alles klar. Ist es nicht ein bisschen viel verlangt? Boah, warum stellst du keinen deiner Leute dafür ab? Warum stellst du keinen deiner Leute dafür ab? Weil du mir deine Unterstützung angeboten hast. Wenn du hier bist, um nur auf die Schnelle ein paar Splitter zu machen, wirst du niemals zum Berserker taugen. Also tu, was ich verlange, sonst wird dir unsere Gemeinschaft auf ewig verwehrt bleiben. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist.
Komm nicht vom Weg ab. Dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Ach so. Was meine Unterstützung angeht. Ich arbeite nicht umsonst. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Gibt es sonst noch was, was ich für dich tun kann? Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben allerhand zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme. Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unsere Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Mhm. Ich arbeite nicht umsonst. Das Angebot ging doch von dir aus. Ich helfe euch, weil ihr mich braucht. Dann behalt einfach die Splitter, die meine Leute dir geben. Und was ist mit dir? Ja, denkst du, mir sitzen die Splitter locker in der Tasche? Mhm. Almosen gibt es bei mir nicht. Pack mit an und du wirst entlohnt. Aber okay, alles klar. Gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram mit den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Alles klar. Wo hält sich Irdor auf? Wo hält sich Irdor auf? Südlich von hier, unterhalb Goliaths, wirst du ein Weltenherz finden. Es dauert zwar eine Weile, bis du dort bist, aber so liegen die Dinge nun einmal. Wenn er nicht gerade Futter für die Biester geworden ist, solltest du dich dort nach ihm umsehen. Okay, wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ay caramba. Tja. Aber schön haben sie es hier. Muss man den schon lassen. Na bravo. Jetzt ist die Frage, ob wir hier überhaupt rauf dürfen. Ich schaue mich mal um. Wohl schaut so aus. Du musst mit mir mal raus, mal was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn noch? Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Doch, das werde ich. Du bringst dich irgendwann noch selbst in Gefahr. Die Jagd nach Viechern ist harmlos. Vertrau mir. Das meinte ich auch nicht. Du weißt ganz genau, worum es mir geht. Ach, wegen den Fremden? Glaub mir, die anderen Gemeinschaften sind nicht so schlecht, wie Angrim sie macht. Er und sein Eisenclan, die können mich alle mal. Genug. Ich will nichts mehr davon hören. Wegen dir kriegen wir noch Ärger. Ich wollte eh weiter. Man sieht sich. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst neun zubereiten. Aha. Bietest du jedem deine Hilfe an? Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Mhm. Kannst du meine Wunden heilen? Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht. Nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Boah, cool, danke. In der Wildnis ist es gefährlich. Ich könnte mehr davon gebrauchen. Oh, danke. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv. Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war,
ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Na toll. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Alles klar. Wo ist jetzt der andere Pfosten hin? Was wächst hier, Weintraum? Ich habe jetzt keine Zeit. Ja. Gibt's hier vielleicht noch mal ein paar Pfeile für uns? Schaut nicht so aus, ne? No. Nein. Na gut, jetzt haben wir die Heilerin des Dorfes hier gefunden. Das ist ja schon mal was. Lalala. Und sie hat uns einen Trank gegeben. Boah, da gibt es Sachen zum Lernen. Nicht schlecht, Herr Specht. Nein, das kann ich nicht glauben. Servus. Jetzt nicht. Tatsächlich. Okay. Wer bist du? Eine Wache? Mann. Hey, warte mal einen Augenblick. Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Hä? Pass auf, was du von dir gibst. Jeder ist sich selbst der Nächste. Pass auf, was du da von dir gibst. Nein. So war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen. Und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Das kann ich nicht machen. Alles hat seinen Preis. Ja, fragen wir mal blöd nach. Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Weil es hier Leute gibt, die mich auf der Stelle exekutieren lassen würden. Darum ist es besser, wenn ich unentdeckt bleibe. Erst wenn ich hier rauskomme, kann ich mich von diesen stinkigen Fetzen befreien. So. Also bekomme ich die Waffen? Alles hat seinen Preis. Ich biete dir eine Menge Elixid, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Ich bin nicht bestechlich. Nein. Ich bin nicht bestechlich. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Mein Appell an deine Vernunft hat wohl nicht gefruchtet. Du hast dich scheinbar schon viel zu lange unter diesen Barbaren aufgehalten. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich glaube, ich lasse das kurz einmal. Bertram. Aha. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gerade was verkehrt gemacht. Ganz unabsichtlich natürlich. Boah, da gibt es so viel zu entdecken. Es ist ein Wahnsinn. Jetzt sind wir in der ersten Stadt und ich brauche da schon bald, glaube ich, 20 Parts, bis wir da einmal rundherum sind. Da geht es ja noch weiter rauf. Alter Schwede. So groß und schön und toll. Aha, das dürfte dann vom Chef die Hütte sein. So. Das wird
Dein Heiler, okay. Sehr später habe ich vielleicht Zeit. La 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 la. Alter Schwede, da ist, gibt Sachen, ey. Hallo, wer bist du? Nee, jetzt nicht. Dann halt nicht. Wer bist du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nein. Wer bist du? Ah, Turas. Hallo. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Oh, das werden wir erst im nächsten Part weitermachen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!